Der Papi hat ihm gerade die Mitte weggeschossen, also. Ach Mann, wolltest du nicht. Runter. Ja? Und du hast wirklich hast so um eine Minute verpasst, Finchen. Das ist jetzt wirklich. Aber du kannst den Angriff machen. Wir haben noch ein Filmchen davon. Der Niki hat ein Filmchen für uns gemacht. Und du hast den Angriff noch bei dir. Achso, und wir können uns den Angriff ja auch nochmal angucken, genau. Den letzten, weil meine Jungs haben uns den letzten Angriff machen lassen. Es war so knapp. Dass nicht mal alle rangekommen. Es war so gut, dass nicht mal alle rangekommen sind. Wir brauchen nicht mal alle Krieger, um die Mitte zu zerstören. So gut sind wir gewesen zum Schluss. Ey, die waren so schlecht, oder? Die waren schlecht. Die Mitte war total schlecht. Wir haben sie echt. Die haben wir rund gemacht. Eine richtig kleine People-Mitte, die haben wir einfach weggenutscht. War die leichter als so eine 5er? So eine kleine 5er, so eine kleine, ist das 5er Lager so? Nee, 5er Lager ist schwerer gewesen. Papi. Ja? Heiko, war das deine Off jetzt die 5? Allein schon. Tschüss. Ein kleines Filmchen gemacht. Ja, wir haben tschüss. Ein Filmchen und den gucken wir uns ja noch ganz oft an. Jetzt flitzen wir wieder hoch zur Mami, okay? Soll ich den Jungs noch einen schönen Gruß von dir sagen? Okay, schönen Gruß von Finnchen. Oh, danke. 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 Zurück. Wir gucken uns den Filmchen an, okay? Ja, da bin ich wieder. An eurer Seite. So. Und jetzt? Da wir ja jetzt wieder unter uns sind, einmal bitte leise sein und zuhören. So, das war natürlich jetzt ein Mitte-Erlebnis, das jetzt, sagen wir mal, nicht ganz befriedigend war. Und ich möchte, dass wir die Mitte jetzt nochmal machen. Und zwar mit allen. Ich weiß, SIV hätte da eventuell etwas gegen. Aber die Sache ist, wir verschieben die Mitte für SIV quasi um 10 Tage. Also die Off-Stufe von vielleicht 0,34. Wenn ihr mitmachen möchtet, sagt mir besser, wer nicht mitmachen möchte, wem dieses Emblem reicht. Aber mir reicht es, ich mache trotzdem mit. Also mir reicht es, wegen mir kann gern jemand anders mitmachen. Wer war das? Knecke. Aber du wärst bestimmt bei nochmal Mitte dabei, oder? Ich wäre dabei, ja, wenn jemand anders es machen will, auch okay, aber ich würde auch nochmal mitmachen. Bei mir ist eigentlich genauso, wenn der Termin gut passt, würde ich mitmachen. Wenn der Termin nicht unbedingt so gut passt, kann auch gerne jemand anders machen. Na, gut, Leute. Zwei Wochen. Dann 2 Wochen haben wir jetzt, Leute. 2 Wochen, Scheiße, ich bin nicht da. Sollte man das jetzt so wirklich... In dem Falle so machen, dass die Top 10 vorglüht. Oh, beim nächsten Mal haben wir ein anderes Problem, glaub's mir. Oh ja. Was soll denn jetzt noch explodieren jetzt hier? Beim nächsten Mal ist die Mitte auf 63. Die geht um 5 Minimum hoch. Ja? Oh. Ja. Denn das was wir alles gelevelt haben. Das wäre interessant. Achso, wie gesagt, und man kann ja die Mitte jetzt nochmal aufklappen lassen und dann nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt mal sehen. In 2 Wochen? Schauen wir mal. Heiko, ich werd dann schon deinen Account noch ein bisschen weiterführen. Mach erstmal das mit deiner Familie. Ja, bis nach Ostern will ich gar nicht sagen, im Augenblick, wie bei mir. Nein, das ist kein Problem, Heiko. Mach das mit deiner Familie. Ich guck da ganze Zeit rein. Mach da was. Cool. Level, farme. Kriegen wir schon hin, Heiko. Und dann treffen gut, wir uns Leute. Irgendwann mal. Ich bedanke mich auch sehr, sehr bei allen. Ich habe es eben schon mal im Chat geschrieben, für allen Kriegern, für die Chance, das Eis zu lutschen. Schade, Heiko, du bist WWA. Aber wir dürfen ja auch nochmal das Ding vielleicht wirklich, das Pferd nochmal von hinten aufzäumen. Das war vielleicht wirklich nochmal das zweite Mal. Die Mitte machen die auf dem Server. Das gibt eh eine schöne Überraschungsparty, weil das Schild fällt ja erst ja, an dem Samstag, quasi, also in 9 Tagen. Nee, in gut. 13 Tagen. In 13 Tagen. Gut genug sind wir auf jeden Fall. Das ich denke auch. Wir sind ein gutes Team, wir machen das. Also Leute, dann möchte ich jetzt, dass von jedem KZ einer mal kurz rausspringt. Auf meinem KZ, das ist... ich bin schon weg. Beta, da werde ich jetzt weghüpfen. Ich bin schon weg.
Muss doch gar keiner wegspringen. Theta könnte ich mal so, kurz dann jetzt mal Stopp. Jetzt haben wir die Mitte resettet. Und morgen hüpfen die Leute dann wieder ran. Warum wolltest du das? Ah, nee, einer fehlt noch. Warum denn? Ja, weil wir die resetten müssen. Die Mitte baut sich jetzt neu auf und ist zerstört. Die resettet sich von alleine. Ja. Ist das so? In 2 Tagen 24 Stunden neu aufgestellt. Oder 23 Stunden neu aufgestellt. Ja, die bleibt nicht in 2 Tagen. Gut, Leute, dann in 2 Tagen wieder alles besetzen. Jetzt wieder raufspringen. Dann würde ich sagen, machen wir die ganze Mitte nochmal neu. Und zwar in genau 2 Wochen. Ich hoffe, Kamrauer, Fetzi etc., die ganzen SIF-Leute, ihr könnt das irgendwie verstehen. Das sind nur 10 Tage, die euch da flöten gehen. Deswegen steigt ihr nicht die Aufstufe, sondern also das sind nur um 10 Tage. Ja, aber nur 10 Tage. Also mich also, kannst du in 2 Wochen schon rausschmeißen, weil ich habe vom 24. bis 27. ein eigenes Filmfestival, das ich organisiere. Welche? Wer war das? Knecke. Knecke, okay. Ja, alles klar, dann machen wir das. Deutschland in 2 Wochen. Das ist negativ. Naja. Könnt ihr bitte dazu einen Forumseintrag machen? Ich werde etwas dazu schreiben, Moment. Klar. Außer wie legt sie am Montag? Nee, 2 Wochen, wie gesagt. Die Miete berechnet sich nicht nach den Off-Stufen. Doch, eigentlich schon. Warum? Automatisch Minimum um 4 Dinge. Ja, schauen wir es uns heute mal an. Ja, gucken wir einfach mal. Ja. Wir werden genau. Dann lassen wir Red mal drüber fliegen und dann ist alles wieder schick. Gut, es muss ja nicht alles heute Abend besprochen werden, aber ich weiß auch nicht, wie es machen. Wie es da aussieht mit den Plätzen für die Gastspieler jetzt von Anarchie. Also ich würde auch zurücktreten. Und wenn die Plätze für Anarchie dann bereit wären, also ich würde gern Platz freimachen für einen anderen Spieler. Aber ich würde es dann ins Forum schreiben oder per PN. Vielleicht ist in Sky One auch noch irgendjemand. Ja, das können wir dann machen. Wir werden die Leute, die jetzt mehr oder weniger ordentlich draufschießen konnten, die werden wir auswechseln können. Aber das werden wir jetzt dann schon noch regeln. Schreibt da ruhig was rein, der nicht mehr mit möchte, beziehungsweise von SIF oder von SIF eher weniger, aber von Anarchie, die jetzt nur zum Medaillenfarmen dabei waren, sag ich mal, die können natürlich gerne auch noch andere Leute mitlaufen lassen. Ja, zum Beispiel den Effe, den hätte ich gerne mal mit dabei. Genau. Den könnten wir beim nächsten Mal natürlich sehr gerne mitnehmen. Den Nagrad würde ich auch vorschlagen. Wer hat mich da gerade vorgeschlagen? Das war der doofe Marim. Ach, mein alter OBA. Der Marcel. Ja, ich halte mich da zurück. Ich mache natürlich mit, klar, aber ich dränge mich nicht drauf. Ach komm, Effe, jetzt mach nicht so wie eine Nonne. Natürlich, Doc, ich nehme deinen Posten dann. Wenn du weg haben willst, klar, logisch. Die ganze Woche ist er schon am Wein, dass er mit seiner 20er auch gerne mit auf die Mitte schießen möchte. Hört ihr den? Ey. Nee, Effe, komm, ist alles gut. Ihr macht das schon. Effe, warst du eigentlich bei Kummer wieder on? Ja, ich habe da eine Base geschossen heute. Keine Ahnung, war doch gar nicht on. Urbus oder irgendwas habe ich mitgeschossen? Immer drauf. Müssen wir uns noch unterhalten drüber. Irgendwann. Also, ciao Jungs. Dann bis morgen Abend. Danke. Ciao. Servus. Tschüss. Boah, sind meine Töne laut hier. Ich muss mal hier was einstellen.